Liebe Freunde der paradoxen Strategie, in der letzten Folge, ihr werdet euch vielleicht erinnern, haben wir einen Frieden mit Schweden geschlossen. Sie haben die Niederlage eingesehen und uns etwas Prestige dadurch beschert. Leider nicht so viel wie erhofft, aber immerhin, wir sind ja auch bescheiden. Eine lustige Folge hat das Ganze gehabt, nämlich, ihr werdet euch erinnern, dass ich hier ja sächsische Expeditionskorps hatte in meinem Dienst, nämlich die erste und zweite sächsische Armee, die hier auch sehr aktiv an der Ostfront gekämpft hat. Und nun ist Folgendes passiert: Mit diesem Friedensschluss ist diese sächsische Armee hier nach Hause, nach Leipzig, quasi teleportiert worden, gebeamt worden. Sie befindet sich nun also wieder auf sächsischem Terrain unter sächsischer Kontrolle und bewegt sich offenbar wieder in Richtung Ostfront. Und das Lustigste ist, hier steht noch die alte Bewegungsdauer, wird am 3. September, also in einem Tag, in Bialystok ankommen, und Bialystok ist hier. Ich bezweifle, dass sie in einem Tag sich dort zurückbeamen werden, aber man weiß ja nie. Das Spiel überrascht einen ja immer wieder. Ja, insofern werde ich hier natürlich versuchen, dieses Expeditionskorps wieder in meine Hand zu bekommen. Allerdings hat Sachsen immerhin eine Manpower von 14.000, weitaus mehr als ich. Ich habe 4.000. Und insofern hoffe ich, dass sie die Armee vielleicht noch mit ihrer eigenen Manpower noch etwas stärker machen. Deswegen unternehme ich jetzt hier noch nichts in der Richtung. Und genau, unsere 8 Schiffe sind auf dem Weg zur Seeschlacht dort mit den Russen. Und dann sind wir hier noch mit 40.000 Russen konfrontiert, die jetzt Richtung Norden marschieren. Und insofern werden wir jetzt mal unsere Bewegung verändern und mal gucken, was wir hier gegen die Russen dort im Norden erreichen können. Nun gut, also gucken wir uns mal diese Seeschlacht an. Leider wird dieses eine Transportschiff, weiß ich gar nicht, was das dort macht. Habe ich das etwa produziert? Möglicherweise ja. So, ja, das ist verloren gegangen. Auch noch erobert worden durch den Gegner. Ärgerlich, aber meine Hauptflotte bewegt sich nun. Und hoffentlich gelingt es uns. Jawohl. Wir werden nun die russische Flotte hier konfrontieren mit unseren Fähigkeiten, die wahrscheinlich nicht so sehr weit her sind. Und jetzt wird mir schon wieder nicht angezeigt, wie es mit den Schiffen im Bau aussieht. Ja, die kommen alle in den nächsten Tagen. Wäre eigentlich ganz hübsch. So, nach Leadshipping marschieren die. Da müssen wir jetzt einfach mal sehr aufpassen. So, jetzt haben wir ein russisches Schiff erledigt. Das ist auch gut. Die Russen sind, glaube ich, ziemlich angeschlagen. Aber leider kommt da das nächste Linienschiff der Russen. Es ist ja unfassbar. Aber wir müssten doch auch noch weitere Schiffe irgendwo haben. Ja, hier in Königsberg. Das wird nicht rechtzeitig da sein, befürchte ich. Und hier ist noch eins. Und die anderen kommen in den nächsten Tagen. So, das wird knapp. Das wird leider sehr knapp hier mit dieser Seeschlacht. 8:5 Schiffe, so sieht es jetzt aus. Und hier hat sich wieder eine kleine russische Armee gesammelt und versucht ihr Glück hier gegen Zamosch. Und die Frage ist, ob ich nicht hier, bevor ich hier diese Belagerung möglicherweise sinnloserweise da fortsetze, Nachschubgarde ausgliedern mache ich mal. So. Und jetzt versuche ich doch mal, diese russische Armee hier zu vernichten. So, und da sind tatsächlich, ist der Feind aufgetaucht. Aber wir machen uns schnell
auf dem Weg in die sicheren Heimatgefilde. Ja, und hier können wir jetzt noch mal einen Tag abwarten. Nein, das Schiff ist noch nicht gebaut. Oh ja, jetzt müssen wir hier aber wirklich aufpassen. Die Russen gehen auch nach Mariestad. Das gefällt mir nicht. Ich will jetzt noch nicht die Konfrontation. Ist hier irgendwo ein Fluss? Nee, ist er auch nicht. Na, dann sollten wir das nicht tun. Dann sollten wir hier unten lang marschieren. Ich hoffe, das schaffen wir noch, bevor sie in unsere Richtung unterwegs sind. Und was ist hier los? In Peenemünde haben wir verloren, aber ein Schiff des Gegners vernichtet. Hm. Und von Heringen hat endlich mal auch... Oh ja, doch. Der hat ja schon einige gute Eigenschaften bekommen, aber das hat nicht genügt. Zumindest nicht in dieser... So, was ist hier los? Ich werde jetzt hier gleich abgefangen. Leider auch mit schwacher Moral. Ist das ärgerlich. Unsere neuen schönen Schiffe werden hier von den russischen Flotten einfach so abgefangen. So, was ist denn hier los? Ja, das sind schon 18.700. Das wird mir fast schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Ich darf auch nicht hier lang gehen, sehe ich gerade, sondern ich muss so lang gehen. Sonst habe ich einen Flussüberquerungsmalus. Und hier sind wir eigentlich ganz gut auf dem Weg. Ach so, ich wollte ja mal angucken, was machen denn die Oh ja, die sächsische Armee wird hier richtig aufgepumpt. Prima, dann warte ich hier tatsächlich noch ein bisschen ab. Was machen die Sie haben noch 7000 Manpower. Okay, da kann man noch 2-3 Monate warten. Dann ist die nämlich auch oben. Und hier versuchen wir der Flotte nochmal zu helfen. So, und Zamosch sind jetzt fast 20.000 Mann. Uiuiuiui. So einfach ist das da nicht. Blöderweise habe ich die Armee ziemlich weit im Norden. Hm. Das ist schon so ein bisschen risky. Gut, jetzt sind hier weitere Flotten da, die uns in diesem schwierigen Kampf helfen können. Mal sehen. Wir haben jetzt eigentlich deutlich mehr Schiffe, aber trotzdem ist einfach die Moral der russischen Marine viel, viel besser. Aber jetzt haben wir sie besiegt. Jetzt haben wir sie besiegt. Hervorragend. Und die Russen haben sogar ein Schiff verloren. Na, das sehen wir sehr gerne. Das gefällt mir gut. So. Was machen jetzt die Russen? Sie jagen mich jetzt. Sie gehen in den Süden. Sie wollen mich echt jetzt jagen. Jetzt muss ich bloß den richtigen Moment abpassen für diese Konfrontation. Hm. Da bin ich mir nicht so sicher. So, 19.300. Wir marschieren mal weiter. Und dann ist wirklich die Frage, riskieren wir das? Ja, sie haben zumindest abgebrochen. Das ist auch gut. Ich gucke mal hier unsere Taktiken an. Oh Gott, der linke Flügel ist ja extrem geschwächt. Da kann man ja gar nichts mehr machen mit dem. So. Gut, sie ziehen ab. Dann kann ich eigentlich wieder nach Brest-Litovsk gehen. Mal gucken, ob sie jetzt wieder stehen bleiben. Wahrscheinlich, ne? Ne, sie bleiben beim Abzug. Das finde ich gut. Sie haben es einmal eingesehen. Und dann ziehen sie es auch durch. So, und die kommen in Richtung Süden.
Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Leute. 23. September. Jetzt ist die Frage, können wir uns hier zurückziehen? Schaffen wir das noch? 25. Nein, wir schaffen es nicht. 24. 24. Nein, wir sind gefangen. Ah, das ist bitter. Ich wollte diese Auseinandersetzung noch nicht haben. Ich wollte sie noch nicht haben. Das ist zu früh. Das ist wirklich bitter, liebe Leute. Jetzt müssen wir es. Jetzt kommen wir nicht drum rum. Jetzt wird hier es richtig losgehen. Aber was ich mal schnell machen werde, ich werde noch schnell einen Sturmangriff auf die Festung betreiben. Und die hoffentlich noch einnehmen, ja, keinen verloren. So. Und jetzt ist die Frage, kann man sich eigentlich auch mit diesen 35.000 Mann in diese Festung zurückziehen? Probieren wir das mal. Was dann passiert, ob man auch mit 35.000 Mann in einer, ja, in einer Siedlung sich verschanzen kann. Ich meinte, dann müsste doch so eine Belagerung richtig, richtig schwierig werden für den Angreifer. Das wird jetzt mal interessant zu beobachten sein, was jetzt passiert. Ah, ich hasse dieses Feature, wenn man da auf diese Flagge klickt, dass man zur Hauptstadt springt. Was soll denn der Schwachsinn? Braucht doch niemand. 23. So, jetzt kommt es möglicherweise zur Schlacht oder auch nicht. Zack. Nein, ich habe mich tatsächlich in die Stadt zurückgezogen. Oh Gott, Blücher ist so ein Fuchs. Und wieder dieses absolut nervige Feature. Und sie marschieren tatsächlich weiter. Ich kann es nicht glauben, dass das gelungen ist, dieses Manöver. Es ist nahezu unfassbar. So, aber machen wir hier auch weiter. Eigentlich brauche ich mal langsam diese Armee. Ah, es sind schon 53.000 Mann. Das ist ja wirklich hervorragend. Haben die Sachsen denn noch... Ne, jetzt ist die Manpower zu Ende. Sehr gut. Jetzt werden wir die Armee übernehmen. Ach ne, hier sind wir in unserem eigenen Diplomatiebildschirm. So. Sachsen um Expeditionskorps bitten, und zwar die erste Armee. Die wollen wir haben. Schicken. So ist es. So, da ist es in unserer Hand wieder. Und was sind hier für Leute? 3, 2, 3, mal gucken. Haben wir irgendwo noch bessere? Ne, haben wir nicht. Na gut, dann sind sie so, wie sie sind. Und jetzt dauert es wieder leider wahrscheinlich ziemlich lange, ehe wir sie an der Front haben. Das ist wirklich frustrierend durch diese Wegbeamerei von dieser einen Einheit. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist natürlich ein klarer Bug. So, jetzt wird Zamosch wieder belagert. Brest-Litovsk ist bei 0%. So, die Flotte ziehen wir mal zusammen. 100%. Hier unten sind angeschlagene Schiffe. Dann fahren wir auch gar nicht erst los. So, und hier steht die erste Armee einfach im Wald rum und beobachtet mich. Das nervt mich natürlich auch etwas. Insofern werde ich hier mal ganz gemütlich den Fluss hier überqueren und Göteborg zurückholen. Das wäre doch eigentlich eine geeignete Mission. Und nun setzen sie sich auch in Bewegung. 3. Oktober sind sie in Jönköping und ich bin am 4. Oktober erst am Zielort. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich habe ja eingestellt, dass ich in die Festung fliehe und das will ich auch tun. Insofern lassen wir das jetzt einfach mal so laufen und hoffen, dass das nochmal erneut klappt. Und hier fehlt jetzt wirklich die sächsischen Armeen. Also, das ist wirklich heftig. 60.000 hätte ich hier zur Verfügung. Das reicht nicht gegen eine Armee mit 74.
1000. Naja, leider sind sie erst unterwegs, die lieben Sachsen. Kann man einfach nichts machen. Okay, hier sind wir offenbar doch noch rechtzeitig entschwunden. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, warum, wieso, weshalb das passiert ist. Und die Russen belagern wieder Jönköping, klar. Und Samosch natürlich auch klar. Und diese große Festung Brest-Litowsk bereitet uns wirklich Bauchschmerzen. So, wir belagern Göteborg und da sind 180 Mann, deswegen werden wir natürlich hier fantastisch den Sturmbefehl geben. Ja, und die Russen verlieren auch, sehe ich. Das ist auch gut. Insofern könnte man jetzt einfach mal provozierend sich auf die andere Flussseite bewegen und mal schauen, was die KI jetzt daraus macht, ob sie den Fluss erklärt. So, was ist hier los? Eine Festung wird belagert. Okay, die 78.000 Mann haben sich hier eine Festung ausgeguckt. Weiß gar nicht, warum diese, aber es ist nun mal so. Dann sollen sie ihren Willen bekommen. Oh, so, jetzt sind wir hier Nachbarn. So, da kann es natürlich jederzeit zu einem großen Clash kommen. Insofern sollten wir ab und zu mal unsere Augen dabei haben. Brest-Litowsk, das dauert sehr, sehr lange. Ja. So, was macht jetzt das Expeditionskorps der Sachsen? Wo ist es? Da ist es. Das ist schon wichtig, dass diese Armeen wieder da sind. Hier ist jetzt ein bisschen Stillstand angesagt, würde ich mal so sagen. So. Unsere Belagerung von Brest-Litowsk macht keine Fortschritte. Der Gegner in Zamosch ist da erfolgreicher. Und in Jönköping auch. Schwierig, schwierig. Wie gesagt, die Armee ist zu klein für einen direkten Angriff, der dann natürlich noch erfolgreich sein sollte. Ja. So, was passiert denn hier? Gar nichts. Wir belauern uns an verschiedenen Küstenabschnitten. Und diese Armee ist fast schon wieder so groß wie die andere. Wahnsinn. Wo sind meine sächsischen Truppen? Hier oben sind sie schon. Immerhin 53.000. Die müssen auf jeden Fall erstmal dort ankommen, bevor es weitergeht. Und na, die Belagerungen sind schon ziemlich fortgeschritten. Zamosch 12%, Jönköping 6%. Schwierig. Ich weiß gar nicht, woher die Schweden diese ganze Manpower haben. Dürften doch eigentlich gar nichts mehr haben. Sie haben immer noch 32.000 Manpower und 62.000 Armeegröße. Das ist wirklich gar nicht zu unterschätzen. Dieses Land. Ja, liebe Leute, okay. Na, ich lasse mal noch einen Tag gnädigerweise laufen.
Und jetzt habe ich was verloren. Ach ja, da hat Libava ist verloren gegangen an die Russen, an diese Riesenarmee der Russen. Da befindet sich jetzt hinter dem grauen Wolkenschatten. Okay, liebe Leute, das war's also für diese Folge. Kleinere Erfolge haben wir feiern können. Wir haben vor allem hier, ja, ne, hier ist eigentlich kein Erfolg zu verbuchen. Hier haben wir ein paar gute Schlachten geschlagen, aber es ist wirklich erschreckend, wie schnell die russischen Armeen wieder auffrischen und mit hoher Zahl erscheinen. Also, um gegen Russland erfolgreich kämpfen zu können, braucht man wahrscheinlich einfach eine Koalition. Man braucht andere Länder, die mitmachen. Allein ist das unendlich. Ich lalle schon schwer, weil doch sehr, sehr viele logistische Probleme zu bewältigen sind. Nun gut, also das war's für diese Folge. Ich freue mich über Feedbacks und Kommentare. Ihr kennt das. Daumen hoch oder Daumen runter. Schreibt euch, warum so oder so. Und wir sehen uns zum Glück morgen wieder bei der Fortsetzung dieses Let's Plays von March of the Eagles. Bis dahin, euer Steinwallen.